Dann geht es weiter mit diesem Spiegel. Der ist das Ich-Bewusstsein. Das heißt, an der Stelle kann man sagen, das Weibliche kann sich nicht vollständig der Wahrheit entziehen, sondern wenn danach gefragt wird, dann bekommt man auch eine Antwort, und zwar eben die Wahrheit. Die Wahrheit des vollständigen transzendenten Bewusstseins weiß eben, wie es tatsächlich ist, und diese Wahrheit wird einem gesagt. Also immerhin muss man sagen, die Stiefmutter ist nicht so, also ist zwar natürlich weiter noch abgetrennt als die Königin, und trotzdem hat sie noch einen gewissen Zugang zur Wahrheit, indem sie dort nachfragt und sich der stellt. Und von Bedeutung ist sicherlich auch, dass dann Schneewittchen 7 Jahre alt ist. Erinnert ihr euch sicherlich dran, hier innere Kindheilung sind die ersten Jahre, und ab dem 7. Jahr kommt die innere Frauentwicklung. Das heißt, wir haben das mit dem Thema weiblich zu tun. Thema weiblich und innere Frau. Der Jäger, der steht denn für den bodenständigen inneren Mann. Nur bei dem Jäger, da kann man sagen, also der ist grundsätzlich, der ist so weit auch weg von Schneewittchen, der kann das gar nicht töten. Also im Märchen ist es jetzt auch der gute Wilde, wenn man so will, dass der da sein Mitgefühl hat. Aber tatsächlich kann man sagen, der bodenständige Mann, der ist so weit entfernt vom zarten weiblichen Übergang, da fehlt im Grunde genommen auch der Zugang, überhaupt Schneewittchen zu töten. Und deswegen tut er das ja auch nicht. Also das ist sogar stimmig. Stattdessen nimmt er ja Lunge und Leber mit. Die beiden Symbole stehen für Lebenskraft. Lunge, wenn man, was bedeutet Lunge? Atem, hat mit Atem zu tun, mit Kontakt, Herzbereich, spirituelle innere Frau. Diejenigen, die mit den inneren Frauen zu tun haben, wissen das vielleicht auch noch, bis hin zu auch seelisch, ne? Also seelisch Luft. Das ist, also steht alles für Lebenskraft. Und die Leber, die war nach alter Auffassung der Sitz des Lebens. Das heißt, wir haben es mit Lebenskraft noch in dieser Luftform zu tun und dann kräftiger, bodenständig hier auch irdischer Leber, ne, als Sitz des Lebens. Und insofern kann man sagen, also diese Stiefmutter, die versucht, ja, das Irdische, oder also eigentlich versucht sie aus dem Irdischen heraus über diese irdische Symbolik den zarten weiblichen Übergang für sich zu vereinnahmen, indem sie den eben isst. Also sie holt sich die Lebenskraft, indem sie die isst. Dann haben wir ja als nächstes hier noch mit diesem Herz durchbohren. Also das war ja so dieses, wo der Jäger in diese Versuchung da sozusagen geführt worden ist, hier, dass er das Herz von Schneewittchen durchbohren soll. Das ist eben schlichtweg gar nicht möglich. Also der bodenständige innere Mann, der kann die Liebe, das Seelische nicht töten. Das ist einfach nicht möglich vom Bewusstsein her. Denn es sind mehrere Bewusstseinsschichten über ihm, außerhalb von seiner Reichweite. Und außerdem ist er da eben bodenständig und das Seelische ist feinstofflich. Das heißt, da gibt es diese Verbindung nicht. Und deswegen hat er das ja auch nicht geschafft. Und dieses mit meinen, das steht wieder für weiblich, ne? Also da ist ja dann Schneewittchen diejenige, die da ein paar Tränen vergießt, und das hat mit dem Weiblichen wieder zu tun. Also insofern kann man da sagen, da ist die Symbolik in sich absolut stimmig. Okay, bis dahin irgendwie eine Frage oder Anmerkung? Nö. Okay.